dafür wird euch unser großer Führer Adolf Hitler auch Dank wissen. Ich stehe hier an seiner Stadt. Ernteeinsatz. Das ist Dienst am Volk. Dienst an der Front. Eure Opferbereitschaft ist ein Stein zum großen Bauwerk und ist gleichzeitig Fanal und Beispiel für nachfolgende Generationen. Mädels, Töchter der leidgeprüften und dennoch so stolzen Hansestadt Hamburg, namens des Kreisbauernführers von Ratzeburg spreche ich euch für eure Freiwilligkeit äußerste Anerkennung aus. Als Beauftragter für den Ernteeinsatz der Schuljugend der NSDAP für Hamburg und Schleswig-Holstein stehe ich nicht an, euch zuzurufen, weiter so. Unser großer Führer, Adolf Hitler, Sieg, Heil, Heil, Sieg, Heil, Heil, Sieg, Heil, Heil. So, das war der offizielle Teil. Und nun eine kleine angenehme Überraschung. 32 Mädels, nicht? 31. Eine ist am Anfang krank geworden. Aber der gute Wille war ja da, die Freiwilligkeit. Also Mädels, die Volksgenossen, denen ihr beim Einbringen der Ernte geholfen habt, spenden jeder von euch als kleinen Dank einen Pfund Weizenmehl und einen Pfund Roggenmehl. Bitte! Und nur noch eine private Erinnerung an mich. Warten Sie mal. Für jede Kornblume, die deutsche Ernteblume, die Blume der großen Königin Luise, die Blume der Treue. Name? Henny Jansen. Schon Freund? Nein. Nein. Du hast wohl für drei gearbeitet, was? Verständlich. Für drei gegessen? Soll sie auch, muss sie sogar. Wer gut arbeitet, muss auch gut essen. Ich kannte mal einen Bildhauer, der hat solche Modelle bevorzugt. Ja, schon drüber. Herr von Pfeil. Vater Generalleutnant? Nein, Versicherungen, Generalvertreter. So. Wer bist du denn? 16 bin ich nächste Woche. Oh nein, wer da Respekt. Vater? Jawohl, Johannes Kopp, geborene Tressler. Das ist meine Mutter, mein Vater. Aber nicht da nervös werden, ich fress doch keinen. Ganz im Gegenteil. So, und jetzt die Spenden der Volksgenossen. Ein Pfund Weizenmehl, ein Pfund Roggenmehl. Kommt kurz euch ab. Und noch einmal Kleinigkeiten zur Ausschmückung der Abschlussfeier. Kommen wir alle mit dem Wagen. Nochmal dasselbe, kalte Kartoffeln und Sauerkraut. Was denn nochmal kalte Kartoffeln und Sauerkraut? Dann werden Sie schon nerven. Portion Kartoffeln, kalt und Sauerkraut. Kamerad von mir, eingezogen. Bin noch ein Ausgeber, verstehst du? Kommt hier alles auf. Du, sag mal zu, wie heißt denn du, ne? Kommen Sie mal in Schießenwind. Ist Luzi hier? Ist sicher oben. Au! Bist du verrückt geworden? Schön, siehst du, das hast du davon. Und wenn ihr schließlich wissen, wer an der Wäsche gehört, hm? Wo warst du denn so lange? Sag mal, guck mal da, das blutet. Gib mal nicht so an von wegen der Lücke Katze. Ich dachte, es wäre der Alte. Der ist immer so witzig, wenn die Olsch verreist ist.
zur Zeit? Wenn ich sage, wenn der Chef kommt, Tode löst mich gleich ab. Ich hab da auch was mitgebracht. Fürs Augen machen. Na gut, geh schon vor. Aber sei leise. Au! Los, Junge, so Goldhausen! Ja! Zahl. Noch 2,80. Und dann, wo ist das Telefon? Gleich über die Straße beim Bäcker, 5. Na, hat es geschmeckt? Kotzig bei dem kleinen Rest. Ja, Sie sind doch wohl dösig, was? Und Sie, du wolltest jetzt bezahlen? Das ist doch Mangelware, Mann. Hey. Vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig, einunddreißig. Voralarm. 32 müssen es sein. Sag mal, im Stück hatten die das wohl nicht. Speck ist Speck. 32 Beweise der Dankbarkeit von Volksgenossen. Ja. Willi Keulen ist nicht irgendwer. Alle für einen. Lucy. Lucy. Wenn ich meinen linken Daumen noch hätte, morgen stünde ich an der Front. Jawohl. Ausgerechnet du. Hör mal, du kennst doch Klaus, der damals bei uns an der Theke gearbeitet hat. Ja, Klaus Schmiedes, mein Freund. Beneide ihn. Der Soldat. Der, ja. War Soldat. Jetzt ist er nämlich tot. Gefallen. Bist du platt, was? Gefallen? Naja, immerhin gefallen für Führer und Volk. In stolzer Trauer deiner, Emmy. Willi, du hast ja nie alle Tassen im Spind. Wie soll denn das weitergehen? Keine Ware, kein Umsatz. Trinkgeld habe ich heute auch noch aus dem Stehen. Trinkgeld. Trinkgeld. Im Norden und Süden, im Osten und Westen ringt der deutsche Soldat um den Bestand des Reiches. Ja, und du in der Mitte mit 32 Stücks weg. Mensch, Willi, erzähl doch keine Opern. Du musst da die Klappe halten, gerade du. Willi, wieso gar nicht? Na, wie steht es denn bei dir mit den ganzen NS-Sachen, Familie und so? Der Hort des Volkes ist die Familie, gezeichnet Adolf Hitler. Aha. Na, schön. Ich bin verheiratet, aber Lucy, du weißt doch, meine Frau kann mir keine Kinder gebären. Na, nun wird das verrückt. Soll ich dir vielleicht die Kinder gebären? Du hast schon goldenen Humor. Und das nicht. Schließlich sind wir ja nicht erst seit gestern zusammen, aber Lucy, alte Schaluppe. Ach Mensch, wenn ich euch so reden höre, wird mir doch weiß Gott schlecht. Komm, trink Schnaps. Nee, jetzt muss ich was Frisches haben. Obst, eingewicktes. Entschuldige mal einen Moment. Hab noch ein paar Gläser im Kinderwagen versteckt, Schattenmorell. Kinderwagen? Na ja doch. Der Luftschutzwart klaut wie im Rabe. Hab ich die paar Sachen zum Naschen in meinen alten Kinderwagen unter der Kellertreppe versteckt. Da geht keiner ran. Das Reich ringt um seinen Bestand und sowas frisst Schattenmorell.
öffnet ihm! Lucy! Vielleicht machst du bald Schluss mit deinen verdammten Schattenmodellen! Spinner! Du nimmst den Porzellantiger nicht mit! Doch! Nur mal langsam. Ist doch bald jede Nacht dasselbe. Aber hör doch, sind doch direkt über uns. Los, komm, Dalli. Kommt doch. Aufstehen, Keller, Alarm. Was auf den Kopf kriegen, Herr Kriminalrat. Das ist ein hohes Tier von der Gestapo da. Ziemlich dicke Luft. Ja, bitte. Störe ich, Herr Kriminalrat? Im Gegenteil. Ich hatte allerdings jemanden von der Gestapo erwartet. Kommen Sie. Ich freue mich sehr. Setzen Sie sich, Kerstin. Hoffentlich kommt das nicht runter. Ja, hoffentlich. Was macht das Bein? Danke, ich kann nicht klagen. Werde allerdings noch eine Weile dran herumdoktern müssen. Eine praktische Sache, so ein Granatsplitter im Knie. Ihr Bedarf an Heldentum scheint gedeckt zu sein. Vor allem lege ich keinen Wert mehr auf den Umgang mit den Brüdern von der anderen Seite. Die Russen sind ziemlich ruppig. Verständlich. Ich habe ja Ihren Antrag auf Versetzung in meiner Abteilung als genehmigt. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Wohl froh, wieder in Berlin zu sein, hm? Oh ja, wissen Sie, ich habe im Osten zu viel gesehen. Außerdem scheint die Mordkommission jetzt die ruhigste Abteilung zu sein. Mein Prinzip, ducken und überrollen lassen. Habe ich volles Verständnis für. Ach, Kerstin, es ist ja alles so trostlos, so unsinnig. Mordkommission. Täglich werden an der Front Tausende umgebracht und ich verwalte hier einen Riesenapparat für ein paar kriminelle Einzelfälle. Da, ein Willi Keun hat in Hamburg eine Kellnerin erdrosselt. Von so etwas sind die Zeitungen voll. Aber wenn an irgendeinem Frontabschnitt Tausende und noch mehr fallen, dann steht dann eine einzige Zeile zu lesen, unsere Verluste sind unerheblich. Der Junge muss ganz schöne Pratzen haben. Es gab da mal vor 2-3 Jahren einen ähnlichen Fall, meines Wissens nicht geklärt. Das wäre doch was für Sie. Für mich? Werden mich hüten. Soll doch die in Hamburg. Sagen Sie mal, Herr Kriminalrat, das da ist wohl ein kleines Versehen. Wollen wir schnell mal reparieren, damit Sie keinen persönlichen Ärger mit dem Gruppenführer bekommen. Mann, Sie haben ja einen trolligen Humor. Wollen einen Angehörigen der Waffe selbst bei eines Ihrer scheiß Zivilgerichte sein? Herr Standartenführer, der Mann hat die Tat. Ah, wenn ich das schon höre.
Außerdem ist eine Angelegenheit, über die allein wir zu entscheiden haben. Der Kerl hat ein bisschen getrunken, hat sich daneben genommen. Na schön, sollte nicht sein. Aber schließlich war er an der Front. Ich kann zwei Unverwundeten abzeigen. Gewiss, bei Gericht wird man das auch würdigen. Aber ein Raubüberfall, beinahe ein Raubmord, der Verletzte ist ja nur wie durch... Ja, Wichtigkeit, ein Ausländer. Die werden sowieso zu frech. Ich glaube, Herr Böhm, Sie verstehen die Zeit nicht. Immerhin bin ich PG, Herr Standartenführer. Hat wohl sehr wehgetan, was? Wer sind Sie denn? Bleiben Sie ruhig sitzen. Es war auch gar nicht meine Absicht, aufzustehen. Das ist Kommissar Kersten. Er kommt gerade aus dem Lazarett. Er war Bataillonsführer im Osten. Ah. Nein, nur Kompanieführer. Was heißt nur? Ich habe Volksoffiziere gekannt, die mehr auf dem Kasten hatten als mancher General. Der Kasten wird unter mir arbeiten, in dem 1 und dem 3. Aha, sehr schön. Na, denn auf gute Zusammenarbeit. Molwitz, mein Name. Sitze im Reichssicherheitshauptamt. Wir legen enormen Wert auf reibungslosen Erfahrungsaustausch mit der Kripo. Ziehen ja alle in einem Strang, was? Parteigenosse Böhm, Sie lassen sich für die bewusste Angelegenheit etwas Kluges einfallen. Das wird nicht einfach sein. Dann strengen Sie sich eben an! Mahlzeit! Ihr Prinzip, stillhalten und sich überrollen lassen. Ich frage mich nur, ob wir es auf die Dauer schaffen. Ich bestimmt. Sah aber soeben nicht danach aus. Wirklich, Kersten, seien Sie vorsichtig. Geben Sie dem Kaiser, was des Kaisers ist. Alles klar. Frau Paschke, ein paar Zigaretten bitte. Ohne Marken, ach du lieber Jörg von Hornung. Sie wissen doch, wenn ich plötzlich abrechnen muss, dann komme ich in Deubels Küche. Ach, verzeihen Sie, ich werde das gleich wegnehmen. Vielen Dank, nicht nötig. Süß, Moment mal. Arbeiten Sie schon länger mit diesem Trick? Ja, eine ganze Weile. Ich wollte einen Schirmladen aufmachen, aber es ist ein trockener Sommer. Schon gut, schon gut. Mahlzeit. Mahlzeit. Ach, darf ich? Danke. Fräulein, dieses deutsche Beefsteak, ist das sehr groß? Ich meine, könnte man das als Großdeutsch bezeichnen? Na klar doch, es war doch ein Pferd aus der Ukraine. Ruhe, Wehrmachtsbericht. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Nordamerikanische Bomber drangen von Westen und Süden her in das Reichsgebiet ein und griffen mehrere Orte in West- und Südwestdeutschland an. Besonders in den Wohngebieten von München, Mannheim, Karlsruhe und Ludwigshafen entstanden Schäden und Personenverluste. Über Berlin war wohl keiner, weil... Luftverteidigungskräfte vernichteten 68 feindliche Flugzeuge. Bitte? Ich bin nicht drauf. Oh, wie praktisch. Ja, Ihre Frau, Ihre Freunde. Freunde? Wer hat denn schon Freunde in diesen Zeiten? Na, nehmen Sie schon. Zu bescheiden? Nein, nur misstrauisch. Frau Paschke, Zigaretten. Die Sache mit dem Schirm hat mir zu denken gegeben. Kriminalassistentin. Ach nee, ich dachte, Sie seien bei einem Tapezierer in der Lehre. Für eine Art Verkleidung. Sehr geschickt. Übrigens, mein Name ist Kersten. Ich arbeite in M1 bei Kriminalrat Böhm. Aber nein. Kommissar? Aber was dachten Sie denn? General in Zivil vielleicht. Ah, Sie haben ja eine schöne Meinung von mir. Danke. Was wollen Sie mit dem Zeug? Sie werden lachen, tapezieren. Zwar höchstpersönlich, nicht etwa, weil es mit Spaß macht, sondern weil sämtliche Tapezierer von Berlin eingezogen sind. Schauen Sie mal, Tapetenkleister haben Sie wohl schon, ne? Ziemlich verwöhnt, was? Na, enorm. Übrigens, mir fällt da ein, ich kenne da einen Tapezierer. Erstklassiger Handwerker. Er arbeitet allerdings nur sonntags. Schwarzarbeiter, Sie verstehen. Wollen Sie mir Ihre Adresse geben? Ich sage Ihnen Bescheid. Ach, das wäre ja himmlisch. Moment mal, ich schreibe es Ihnen auf. Mhm. Helga Hornung, Weberstraße 14. Ist der Mann auch zuverlässig? Ziemlich. Etwas schwierig. Einzelgänger.
Ja, ja, ich will ihn ja auch nicht heiraten. Er soll nur tapezieren und eine Stehleiter müsste er mitbringen. Hm. Zigarette. Wollen von Ihnen? Nee, noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es ergeben sich doch immer mal gemeinsame Interessen mit dem Reichssicherheitshauptamt, ne? Möglich. Ach, Anna! Tag, Anna! Tag, Bruno! Wie läufst du denn hier rum? Wo kommst du denn her, Anna? Warst ja so lang weg. Na ja, Arbeitsdienst. Schön dick bin ich geworden, was? Will ich nicht sagen. Bleibst du denn jetzt hier? Hm? Und gehst doch mal mit mir tanzen? Mal sehen, ich bin ja mal gerade erst angekommen, Bruno. Die Koffer haben es in sich. Was, die kleinen Dinger? Ich tanze darauf. Das ist nett, Bruno. Wie geht's dir denn, Bruno? Verdienst du denn jetzt gut? Oh, geht so. Für Kartoffeln und Schnaps ist immer genug. Dein Vater rückt ja nicht viel raus. Bin ja oft unterwegs. Unterwegs? Bamberg. Bamberg? Machst du denn in Bamberg? Manchmal auch Hamburg. Und Kassel auch. Ich mach da mit dem Fernfahrer. Und da krieg ich dann Geld für Kartoffeln und Schnaps und Zigaretten und so. Und danke schön, Bruno. Wann gehst du dann mit mir tanzen, Anna? Weiß ich doch nicht. Ich habe doch so viel zu tun. Erst kriege ich eine Ausbildung im Rotkreuzkrankenhaus und dann komme ich als Krankenschwester in Kriegseinsatz. Wo ist denn das Rotkreuzkrankenhaus? Am Wedding. Ja, Wedding kenne ich ganz genau. Entschuldigen Sie, Ober. Weberstraße 14. Nächste Tür. Das ist nur mein Schild, das runtergefallen. Ja, diese verfluchten Bomben. Was denn, Bomben in Berlin? Nee, Herr. Das Schild hat sich erschrocken bei der letzten Sondermeldung. Danke. Eine herbe Enttäuschung. Ich komme her, um stabil zu flirten, und du bestellst einen Tapezierer. Du weißt ganz genau, dass ich innerhalb meiner Verwandtschaft nicht flirte. Dann sag mir wenigstens, welche taktische Bedeutung die Puddelschnaps hier hat. Für den Tapezierer und du lass mal die Finger davon. Du hast doch heute schon genug getrunken. Ja, aber nicht privat, als Einflieger. Wie du weißt, braucht unser Führer Helden. Ein richtiger Held ist entweder saudumm oder stockbesoffen. Da ich unseren geliebten Führer nicht im Stich lassen möchte. Thomas, bitte nimm dich zusammen, ja? Ich kenne den Mann nicht. Und du kennst den Mann nicht und schenkst ihm meinen Schnaps? Aletta? Ich wusste gar nicht, dass Sie Besuch haben, Fräulein Hornung. Stört es da nicht sehr, wenn ich noch mehr Unordnung mache? Nein, nein, nein. Thomas, das ist der Mann, der vorgibt, tapezieren zu können. Herr Kersten, Major Wollenberg. Herzliche Ankunft. Ich hoffe, dass meine Anwesenheit keinen negativen Einfluss auf Ihre Künste ausübt, Meister. Ich glaube nicht. Ist nämlich mein erster Versuch, Tapeten an einer Wand unterzubringen. Bravo! Deutschland braucht mutige Männer. Herr Kersten ist nämlich hauptamtlich Kommissar im Morddezernat. Sonntag arbeitet er schwarz. Sie hätten mir übrigens ruhig sagen können, dass Sie der schwierige Einzelgänger sind. Ich hätte mir dadurch eine Flasche Schnaps gespart. Na, haben Sie das denn nicht rausbekommen? Ich denke, Sie sind Kriminalassistentin. Vielleicht keine gute. Ich arbeite ja auch nur in der Zentralkartei. Die Flasche Schnaps wäre also gewissermaßen frei. Ich schlage vor, dass wir einen ordentlichen Schluck auf unseren geliebten Führer und seinen unvermeidlichen Endsieg trinken. Liebling,
du die Gläser von heute Nacht schon abgewaschen? Also bitte sei nicht so frech. Die sind da drin. Ist der Herr eingeladen, um Sie von mir zu beschützen oder um mich politisch zu provozieren? Herr Wollenberg ist mein Vetter. Vetter vierten Grades. Seine Großmutter war die Cousine zweiten Grades von der Tante meiner Mutter. Aha. Auf gutes Gelingen. Wobei ich keineswegs das Tapezieren meine. Sondern? Engelchen, ist dieser Herr eingeladen, um dich von mir zu schützen oder um mich politisch zu provozieren? Na, dann wollen wir mal. Ich schlage vor, ich klebe unten Makulatur meines ledierten Beines wegen, der Herr Major oben und Fräulein Hornung in der Mitte. Wieso ich? Ich bin entweder Vetter oder Flieger, unter keinen Umständen aber Tapezierer. Schlage vor, ich übernehme den Schnaps. Das dachte ich mir. Schnaps ist das Lebenselixier von Vettern, Fliegern und Tapezierern. Es ist in heroischen Zeiten überhaupt jedermanns Elixier. Denn es beflügelt zu Taten. Ausgerechnet Fahndungsblätter müssen sich unter die Tapete pappen? Ich bin eben sehr mit meinem Beruf verbunden. Was Flottes? Ja, ziemlich. Ein Mord älteren Datums. Interessiert Sie's? Na, warum nicht? Los, tragen Sie auch mal was zur Unterhaltung bei. In den Abendstunden des 23. September 1937 wurde in einem Wald bei Hagenow Land die 38-jährige Vera Fenner von unbekannten Tätern ermordet. Gott sei Dank, für diesen Tag habe ich ein Alibi. Der Tod trat nach Brechen des Zungenbeins durch Ersticken ein. Donnerwetter, da muss einer schon Athlet sein mit Händen wie Bratpfannen. Komisch, kommt mir so bekannt vor. Es gab da neulich einen Fall in Hamburg, den... Na, ist ja egal, ist ja nicht meine Sache. Sag mal, habt ihr eigentlich kein anderes Gesprächsthema? Na klar. Wie denkst du denn über die Liebe? Die Kartoffeln für Lehmann. Zwei Treppen, ist aber keiner zu Hause. Na schön, bleibst du eben hier, wa? Möchten Sie gerne was? Nee, nee, denn beiden hier stehen bis zur nächsten Ernte. Von den Lehmanns kann das doch keiner schleppen. Erst eine halbe Portion, sie hat's auf der Brust. Ich muss aber abliefern, halt fünf Eier für gekriegt und auf mir ist Verlass. Hallo Hitler. Hallo Hitler. Hallo Hitler. Na ja, dann gehen Sie mal auf und bimmeln Sie. Dreimal lang, zweimal kurz. Ja, möglich, dass einer aufmacht. Sie. Aber ich will nichts gesagt haben. Dreimal lang, zwei kurz. Ich bring die Kartoffeln von Strahl und Co. Achso, die Kartoffeln. Ist aber schön. Vielen Dank. Sag mal, soll ich die hier stehen lassen? Ach so. Wären Sie so nett, den Sack in die Küche zu bringen? Na ja. Heiß heute, ne? Ja. Du steigst ja weniger, mehr Hunger. Hebt ja nicht nur für Marken. Wenn ich Ihnen ein Stück Brot machen darf? Also da sollten Sie nicht von nehmen. Bitte schön. Mir macht das alles keinen Spaß mehr. Zu viel Arbeit, nichts zu fressen. Ich bin ja lieber auf Achse. Um Lande und so. Na, vielleicht nächste Woche wieder. Sie verreisen?
Hey, mach doch mit dem Fernfahrer. Ach, Sie meinen, Sie fahren als Beifahrer mit? Wohin fahren Sie denn? Oh, überall. Überall? Sagen Sie, ob man da mitgenommen werden kann? Ich würde alles geben, wenn ich nur heraus könnte. Ja, der geht schon. Der geht ja ziemlich viel rennen, die dicken Brummer. Wirklich? Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin gar nicht Frau Lehmann. Ich wohne nur vorübergehend hier. Aber bitte nehmen Sie doch Platz, Herr... Bruno. Störe ich auch nicht? Aber nein, ich bin doch allein. Ich freue mich, wenn mal jemand kommt. Immer alleine? Ja, seit mein Mann tot ist. Scheiß Grieche. Mein Mann ist gestorben. In Auschwitz. Auschwitz kenne ich nicht. Er war Arzt. Professor Weinberger. Vielleicht haben Sie den Namen mal gehört? Nee, nee. Ich bin ja nie krank. So immer allein sind Sie. Ich mache Ihnen erst mal was zu essen, ja? Ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Schließlich bin ich doch Jüdin. Nur Lehmanns, die waren gut zu mir. Und sicher nicht nur, weil mein Mann nie eine Rechnung geschickt hat. Sind eben gute Menschen. Aber sie sind ja meinetwegen dauernd in Gefahr. Ich muss endlich hier raus. Wo sind die jetzt, die Lehmanns? Herr Lehmann ist bei Siemens und Frau Lehmann ist bei der Postdienst verpflichtet. Kommen wir immer spät nach Hause, wa? Meist nicht vor 10 Uhr abends. Natürlich sind sie dann müde. Und ich bin doch so froh, wenn ich mal mit einem Menschen reden kann. Auf der Straße darf ich mich ja nicht blicken lassen. Immer alleine. Haben Sie ja keine Angst? Oh ja, doch. Ich habe immer Angst. Nicht so sehr vor dem Sterben, mehr vor den schrecklichen Demütigungen. Man hört so furchtbare Dinge. Warum sind die Menschen so böse? Weiß ich nicht. Ich habe auch eine Masse Ärger. Habe ich auch vor einem Sterben Angst. Ich weiß nicht. Bin ja noch nicht so alt. Wie alt meinen Sie denn, dass ich bin? Keine Ahnung, Stück ab 40, 50. So alt sehe ich aus? Ja, diese letzten Jahre. Und ich war doch mal hübsch. Mein Mann mochte mein Haar so gern. Wie das jetzt aussieht. Kein Friseur, keine Seife. Um Gottes Willen. Ich bin's, Frau Lehmann. Ach, Frau Lehmann. Ist doch gar nicht abgesperrt. Oder doch? Haben Sie abgesperrt? Ich? Wieso ich? Ja, dann muss ich es gewesen sein. Man hat eben immer Angst. Scheinbar tue ich das schon automatisch. Entschuldigen Sie bitte. Ich komme schon, Frau Lehmann. Das ist Herr Bruno. Er hat die Kartoffeln gebracht. Wieso kommen Sie denn heute so früh? Wir haben einen Treffer in die Zentrale bekommen. Muss erst repariert werden. Ach, endlich mal ausschlafen.
Danke auch für die Stullen. Ist gern geschehen. Und wenn Sie mal wieder in der Gegend sind, Sie wissen ja, dreimal lang, zweimal kurz klingeln. Ich freue mich immer so, wenn jemand kommt. Und vergessen Sie das nicht mit dem Lastwagen, wenn sich eine Möglichkeit ergibt. Bitte. Aber warum? Warum hätte ich sie denn umbringen sollen? Sie war doch meine Freundin und ich konnte alles von ihr haben. Ich hatte einen getrunken, schön, aber ich weiß genau, was ich vertragen kann. Und ich bin nicht gewalttätig, Herr Rechtsanwalt. Ich habe meine Frau noch kein einziges Mal geschlagen. Die Sache mit dem Speck, die will ich auch ersetzen. Und seins erliegt ihm auch mal einer Versuchung. Immer im Einsatz. Immer im Einsatz. Das müssen Sie erwähnen, Herr Rechtsanwalt. Ich habe auch das Kriegsverdienstkreuz. Was glauben Sie, wann ich hier rauskomme? Hier rauskommen? Wir wollen uns doch nichts vormachen. Hier geht es nicht um Ihre Entlassung, sondern um Ihren Kopf. Ich denke, wir bauen die Verteidigung am besten auf Trunkenheit und Affekt auf. Sie erinnern sich an nichts. Nein, ich weiß alles. Ich kam auf den Korridor. Luzi war doch wegen der Schattenmarillen zum Kinderwagen gegangen. Wegen der Schattenmarillen zum Kinderwagen? Sagen Sie mal, wollen Sie etwa auf Paragraph 51 raus? Sie können doch das Gericht nicht für dumm verkaufen. Aber das steht doch alles in Akten. Das mit den Schattenmorellen. Haben Sie nicht gelesen? Flüchtig. Aber Sie müssen doch meine Akte kennen. Sie sind doch mein Verteidiger. Offizialverteidiger. Aber Sie müssen doch alles wissen! Mit der Feier fing's an. So eine Art Erntedankfest. Ich mache das immer, wenn die Mädchen vom Einsatz zurückkommen. Und da habe ich zufällig Luzi getroffen. Zufällig? Ja, nicht direkt. Ich wollte sie abholen. Dann ging ich vor in die Wohnung und da haben wir was getrunken. Bekam klar. Eben nicht, Herr Rechtsanwalt, eben nicht. Wir haben über die allgemeine Lage gesprochen und da ging unsere Meinung etwas auseinander. Und die Kratzer, die Sie auf Ihren Händen hatten, waren doch Kampfspuren. Mann, halten Sie doch das Gericht nicht für dämlich und mich schon gar nicht. Mit den Indizien bringe ich drei Leute an den Galgen. Naja, soweit ist es wohl noch nicht. Sagen Sie, mir fällt auf, Sie haben an der linken Hand den Daumen verloren. Kann ich mal sehen? Ja, schon als Kind in der Kreissäge. Das ist schon mein großes Unglück. Viermal habe ich mich freiwillig gemeldet. Darf ich mal die andere anziehen? Bisschen schlapp, nie Sport getrieben. Ich hatte als Kind einen Herzfehler und später hatte ich keine Zeit mehr. Ich glaube, die Anklagevertretung hat es sich hier ein bisschen leicht gemacht. Er glaubt mir nicht. Mein eigener Verteidiger glaubt mir nicht. Wie können Sie denn meine Verteidigung übernehmen, wenn Sie mich für schuldig halten? Überlassen Sie wohl besser mir. Wenn wir Schweine haben, werden wir Ansatzpunkte und mehr andere Umstände finden. Ich lehne Sie ab. Ich lasse mich nicht von einem Mann verteidigen, der nicht an meine Unschuld glaubt. Ich habe das nicht nötig. Ich bin Parteigenosse, Amtswalter. Ich habe meine Gesundheit dem Führer geopfert. Machen Sie doch hier keinen Zirkus. Und vor allem, kommen Sie nur bei der Verhandlung nicht mit der Partei und so. Die werden Ihnen dann was erzählen. Also, Korn, überlegen Sie sich alles nochmal. Komm morgen wieder. Für Sie immer noch, Herr Korn. Merken Sie sich das. Herr Korn, ich halte Sie nicht für schuldig. Dankeschön. Nanu, ist ja so dunkel. Sind Ihre Birnen etwa kaputt? Nein, aber ich finde Kerzenlicht manchmal sehr hübsch. Zu kleinen festlichen Anlässen zum Beispiel. Ui, haben Sie etwa Geburtstag? Nein, aber einen sehr netten Gast. Ah, wohl diesen blonden Provokateur mit Ritterkreuz von neulich. Wie hieß er doch noch? Sein Name ist Thomas Wollenberg und er ist mein Vetter. Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen? Und mit dem netten Gast meinte ich eigentlich Sie. Danke, das
Habe ich eigentlich gar nicht verdient. Ja. Ja. Ob ich das Licht eben noch mal anmachen kann? Nur einen kleinen Moment, ich mach's gleich wieder aus. Wollen wir nicht essen? Der Tee wird doch kalt. Natürlich, sofort. Was machen Sie denn da? Sitzt gar nicht mal so fest. Was sitzt nicht fest? Die Tapete. Sagen Sie, Fräulein Helga, ist da noch ein kleiner Rest von da, in der Größe etwa? Nein, wozu auch? Naja, falls da mal ein Stück fehlen sollte. Wenn mein Gedächtnis mich nämlich nicht täuscht, sitzt an dieser Stelle ein kleines Beweisstück. Ein, zwei noch Makulatur, aber... Mahlzeit. Mahlzeit. Entsinnen Sie sich nicht? Dieses alte Fahndungsblatt, ein Bauernmädchen aus Hagenow-Land. Nein. Aber ich? Hier war's. Was machen Sie denn da? Ich richte Ihre Tapete und meine guten Vorsätze Grund und Boden. Die Katze lässt das Mausen nicht. Ich suche einen Massenmörder. Einen, der immer noch frei herumläuft. Aber das ist doch ein Tick von Ihnen. Das ist kein Tick, das ist meines Erachtens ein ganz dicker Hund. Ist das Ihr Hund? Ich dachte, Sie wollten still und bescheiden Staub auf den Akten verteilen. Das ist richtig. Da sitzt aber nun einer in Hamburg hinter Schloss und Riegel und sein Kopf wackelt bedenklich. Kann sein zu Recht, kann aber auch sein zu Unrecht. Der Mensch hat aber nur einen Kopf. Und man hängt ja schließlich an ein paar Sachen. Ah, September 37. Nochmal weitersehen. Soll ich den Tee warm stellen? Nein, vielen Dank, nicht nötig. Ich hab's gleich. Aha, Vera Wenner oder Fenner. Egal, aber hier unten. Der Tod trat nach Brechen des Zungenbeins durch Ersticken ein. Mein Gedächtnis. Das wäre Fall Nummer 5. Was sagen Sie nur? Nichts. Die Tapete ist hin und ich habe merkwürdigerweise kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich weiß nicht warum. Ich wünschte, Sie hätten es gelassen. Nicht wegen dem bisschen Tapete. Ich kaufe ein hübsches Bild zum Drüberhängen. Irgendwas Komisches mit dem Führer. Nur keine Umstände. Tut mir leid, aber es war doch wichtig für mich. Sicher. Hübsch haben Sie das gemacht hier. Hm? Und so leckere Sachen. Ganz wie im Frieden. Ich glaube, ich werde das Licht wieder ausknipsen. Ach, lassen Sie nur, man sieht so besser. Zu kleinen festlichen Anlässen finde ich aber Kerzen viel hübscher. Böse? Naja, ich bin nun mal ein ziemlich ungeübter Gast. Sie sollten mich viel öfter einladen. Ich habe ohnehin den Eindruck, dass Sie sich hier schon wie zu Hause fühlen. Würde Sie sehr stören? Also wenn meine Möbel und meine Tapeten nicht allzu sehr darunter leiden, ach, so setzen Sie sich doch endlich hin. Zu viel. Schön, dass du kommst, Anna. Ja, was war denn los eben? Ach, bloß die Kinder. Oh. Komm, setz dich doch. Nee, du, ich hab keine Zeit, Bruno. Ich muss gleich wieder rauf.
Wieso denn? Dein Vater ist doch weg. Na ja, aber ich habe doch was zu tun. Außerdem, was soll ich denn auch hier? Was ist denn das für eine Strickjacke? Oh, eben eine Strickjacke hat mir er geschenkt. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Bruno. Ist doch eine Jacke für eine Frau. Bruno, Bruno, du kriegst wohl Damenbesuch, was? Du lässt das bloß meinen Vater nicht merken. Kannst du haben, die Jacke. Nee, danke schön, Bruno. Anna! Jetzt können wir mal ausziehen. Guck mal. Was ist denn das hier? Halt gefunden auf der Straße. Bruno, das muss man doch abgeben. Wieso? Halt doch gefunden, was ich gefunden habe, gehört mir. Gehört nicht dir. Damit gehst du sofort zur Polizei. Und wisst ihr was? Die Polizei, die kann mir mal. Ich sage dir, du gehst damit zur Polizei. Und ich gehe mit und pass auf, dass du es abgibst. Jetzt hat doch jemand verloren und der ist vielleicht jetzt im Druck gewesen. Glaub ich nicht. Ist ja ganz egal, was du glaubst, Bruno. Du warst doch bisher immer ein anständiger Mensch. Klar war ich. Aber das sind über 300 Mark. Und da könnten wir doch so schön aussehen. Und dazu brauchen wir doch keine 300 Mark. Wir gehen jetzt zum Revier, basta. Du sollst hier bleiben. Das möchtest du wohl, du hast wohl Langeweile, was? Los, nimm deine Tasche und komm. Na komm schon. Dankeschön, Herr Wachtmeister. Tag. Herr Hettler. Na, Fräulein Hohmann, doch nicht etwa Ärger mit dem Bruno gehabt? Nee, gar nicht. Herr Lüttke hat eine Geldtasche gefunden. Und muss ich ja nicht anfangen hier mit Herr Lüttke. Ich bin ja doch nur der doofe Bruno. Hab ich gefunden. Ihr hört eigentlich mir. Allerhand. Wo denn gefunden? In der Anlage am Rathaus. Lauf der Bank. Aber Bruno, da stehen ja seit 2 Monaten gar keine Bänke mehr. Dann wart eben woanders. Ist ja real. Bisschen komisch. Wollen wir mal Protokoll aufnehmen? Ich find's aber so anständig, dass er die Geldtasche freiwillig abgibt. Freiwillig? Aber Fräulein Hohmann, der Bruno ist doch ein alter Bekannter bei uns. Der braucht bald einen eigenen Aktenschrank. Tierquälerei, Holzdiebstahl, grobe Unfug. Aber machen könnte man nicht. Kajan Paragraph 51, ich bin ja verrückt. Ihr kennt mir alle mal. Oh, Bruno. Kommissar Kersten? Ja, bitte. Darf ich Sie bitten, mir zu folgen? Bitte. Befehl vom Reichssicherheitshauptamt. Ich verstehe die Zusammenhänge nicht. Wiederhole, ich habe Befehl. Ja, hat das nicht Zeit bis morgen? Es ist Dienstschluss und ich bin verabredet. Ich sehe, trotzdem. Ja, was ist denn los? Keine Ahnung, keine etwas überraschende Einladung vom Reichssicherheitshauptamt. Fräulein Hornung, würden Sie so nett sein und Kriminalrat Böhm verständigen? Ja, natürlich. Und Sand. Danke. Kann ich von irgendwo telefonieren? Bedauere. Für den Fall, dass es länger dauern sollte. Was veranlasst Sie zu dieser Annahme? Unter anderem Ihr seltsames Verhalten. Es steht Ihnen frei, sich beim Gruppenführer zu beschweren.
Herr Kersten, komm für. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, diese etwas formlose Einladung. Aber unter alten Soldaten, bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja, danke, es ist gut. Setzen Sie sich doch. Sind ja sehr fleißig, ich habe da einen Bericht bekommen. Man tut, was man kann, Herr Gruppenführer. Aber, stellen Sie doch Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Und außerdem sind Sie doch einer ganz bestimmten Sache auf der Spur. Sie sind auch viel unterwegs, in Hamburg, in Kassel, in Lübeck, in Schwerin und so weiter und so weiter. Ist doch interessant, ist doch sehr interessant. Zigarette? Danke, nicht rauche. Gratuliere. Verzeihen Sie einen Moment. Darf ich fragen, woher Sie diesen Bericht haben? Von einem Verbindungsmann auf Ihrer Dienststelle. Das besonders an Ihrem Vorwärtskommen interessiert. Ja, sehen Sie, manchmal hat man Freunde, man ahnt gar nicht wo. Der heißt übrigens, warten Sie mal, Brühl heißt er. Ach, Assistent Brühl. Ja. Na, Sie haben doch eine glänzende Führung, mein lieber Freund. Kriegsauszeichnung, hervorragende Erfolge in Ihrem Beruf und... Na nun? Wieso sind Sie eigentlich nicht in der Partei? Naja, ist nicht meine Sache. Sie werden Ihre Gründe haben, ist doch klar. Na, nun rücken Sie mal raus mit Ihrem Massenmörder. Vielleicht kommen wir ins Geschäft. Da Sie die Unterlagen ja kennen, Herr Gruppenführer, brauche ich nicht ins Detail zu gehen. Meine Ansicht ist, dass in allen von mir zusammengetragenen Fällen ein und derselbe Täter am Werk war und dass dieser Mann nach wie vor frei herumläuft. Das würde allerdings bedeuten, dass in vielen Fällen Urteile revidiert werden müssten. Na und? Waren doch Fehlurteile, mein lieber Kersten. Sowas darf doch in einem deutschen Rechtsstaat gar nicht passieren, oder? Na, nun mal weiter. In allen Fällen trat der Tod durch Brechen des Zungenbeins, also durch Ersticken ein. Das ist außergewöhnlich. Dazu muss der Täter ungeheure Kraft in den Fingern haben. Außerdem immer dasselbe Tatmotiv. Moment mal langsam. Brechen des Zungenbeines. Was heißt denn das? Verzeihen Sie, ich bin kein Anatom. Ich war vielleicht, demonstrieren Sie es mal. Ja. Also, so. So ist der Griff angesetzt worden. Na und? Wenn man jetzt mit ungeheurer Kraft zudrückt, dann bricht das Zungenbein, die Zunge fällt nach hinten und der Tod tritt durch Ersticken ein. Komisch. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kann ich doch nicht demonstrieren. Ich habe leider auch nicht so viel Kraft in den Fingern. Leider? Kersten! Leider! Richtet sich das nun gegen meine Person oder gegen die SS im Allgemeinen? Aber Herr Gruppenführer, unser Mann muss also mit ungeheuren Körperkräften ausgestattet sein. Ein Artist vielleicht, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle aber auch ein geistig abnormer Mensch. Halt! Setzen Sie sich. Sehen Sie, mein lieber Freund, genau das war es, was ich von Ihnen hören wollte. Ein geistig abnormer Mensch. Verkorkste Erbmasse vielleicht. Vater Säufer gewesen, was weiß ich. Ja, der sitzt neben Ihnen in der Straßenbahn und Sie wissen es gar nicht. Der bedient Sie im Lokal oder der turnt für Sie eine Trapeznummer im Zirkus. Bringen Sie mal die Personalakte. Und nachts? Nachts bringt er Frauen um. Eine oder ein Dutzend oder... Bitte, wegen mir auch noch mehr. Das ist ein ehrbarer Bürger der Stadt. Nie was vorgekommen. Keine Vorstrafen, keine silbernen Löffel gestohlen, gar nichts. Aber wenn man dann in der Familie nachforscht, dann findet man plötzlich einen Onkel, der im Irrenhaus landete. Oder einen Großvater, der im Suff geendet hat. Auf jeden Fall ein Kretin, ein Dorftrottel. Ein körperlicher oder ein geistiger Krüppel. Mal mit Rassentheorie beschäftigt? Oberflächlich. Sollten Sie aber tun, mein lieber Kersten.
Lesen Sie jede Zeile. Die Reinhaltung der Rasse ist unsere oberste Pflicht. Oder bestreiten Sie vielleicht den Führungsanspruch der germanischen Rasse? Nein, Sie bestreiten ihn nicht. Sehen Sie, das ist sehr klug von Ihnen. Wie gesagt, die Elite züchten, mein lieber Carsten, durch eine harte, bitte meinetwegen auch grausame Auslese, dem Beispiel der Natur folgen, der auch die krankhaften Varietäten ausmerzt. Salam, wir wollen im Keller weitermachen. Ja, du siehst doch, mein liebes Kind, ich habe Besuch. Bring doch deinen Freund mit. Sie müssen mal sehen, was Schlampelein für eine fantastische Bar im Keller hat. Ja, ja. Gebe heute ein kleines Fest, muss ja auch mal sein, nicht wahr? Wo war ich denn stehen geblieben? Also bringe ich mich völlig aus dem Konzept. Richtig, ja. Bei der Ausmerzung von krankhaften Elementen, Kerstin. Und Sie liefern mir den Modellfall. Bringen Sie mir den abnormen Massenmörder, mit dem ich den Leuten das Gruseln beibringen kann. Wissen Sie, ich brauche das für eine Lex so und so, also für ein Gesetz für einen ganz bestimmten Personenkreis. Was brauchen Sie dafür? Ein Mitarbeiterstab, Vollmachten, Wagen, Benzin? Es wird für Sie keine verschlossene Tür und keine unzugängliche Akte mehr geben, Herr Kerstin. Ich weiß nicht recht, Herr Gruppenführer, ob ich dafür geeignet bin. Ich bin zurzeit auch meiner Verwundung wegen ein bisschen unbeweglich, aber ich könnte Ihnen ein paar vorzügliche Leute nennen. Ach, du lieber Gott. In Podwoloczyska waren Sie mal? Das ist doch das Dings da, dieses Dreckmess. Gleich neben dem Bahnhof, die Abdeckerei. Wie lange waren Sie da? 2 Monate. Ich war mal 2 Stunden. Ne? Möchten Sie auch nicht mehr hin, was? Ne? Überhaupt aus. Immer wenn ich daran denke, muss ich mich kratzen. Ich glaube, wir werden von Beuthen bis Moskau alles desinfizieren lassen. Wir waren stehen geblieben. Richtig, Sie übernehmen den Fall, das finde ich sehr schön. Sehen Sie, ich habe gleich gewusst, Sie sind ein Mann, mit dem ich Deutsch reden kann. An der Front pflegten wir bei solchen Anlässen immer zu sagen, Herr Reim. Sind Sie nervös? Nein. Rechter Bauermann. Hab ich in Holland kaufen lassen. Die Brüder verdienen dein Geld an uns. Bitte geh doch. Kommen Sie, Kerstin. Noch ein Bier, der Offizier? Nee, jetzt will ich einen Cognac. Aber ein Newton, darf ein Hennessy sein. Ein Testchen oder eine 24er Kiste, Herr General? Ach, was bloß eine Flasche. Oder wollen Sie wegen einer einzelnen Flasche im Transportzug nicht anbrechen? So ist es. Also wieder eine schlichte Molle. Rollt an. Du machst dir zu viel Sorgen, Cousinchen. Sag mal, läuft da was zwischen dir und deinem Geheimtapezierer? Dummes Zeug, was soll denn da laufen? Na, so in Sachen Minne. Ist doch ein netter Kerl, oder? Ja, das ist er. Ich schätze ihn sehr. Schon mal ein mehr geschätzt? Also, wenn du es genau wissen willst, nein. Na. Dann werde ich ihn wohl unter meine Schützlinge aufnehmen müssen. Solange ich überhaupt noch jemanden beschützen kann. Vater wechselt nämlich in Kürze das Revier. Versetzt? An die Front? Ja, ich kann nicht weiter darüber sagen. Sehr geheimes Kommando. Außer mir und meinem Bordfunker, wie es geht, alles davon. Ach, sag mal, warst du schon mal in Schweden? Nein. Was soll ich denn in Schweden? Ich dachte nur, haben ja eine Menge Verwandte da, wie Süderström zum Beispiel. Naja, mal sehen. Meine Telefonnummer hast du. Falls dein Tapetenfritze doch massiven Ärger haben sollte, ruf mich ruhig an. Also das mit der Molle hat sie machen lassen. Hab mit dem Chef geredet. Der Mann hat ein Herz für das Militär.
Tag, Herr Lettler. Ich wollte mal fragen, wie in die Tasche. Wieso? Ja, wenn sich keiner gemeldet hat, dann gehört sie mir, hat die Anna gesagt. Und ich hab sie ja gefunden. In 2 Jahren, Bruder, so schnell geht das nicht. Was, so lang dauert das? Wo ist denn meine Tasche? Tja, wo sie jetzt ist, weiß ich nicht. Die ist weitergegangen. Irgendeine Dienststelle hat sie angefordert. Pech. Da wird sich der Verlierer wohl schon gemeldet haben. Wieso denn? SS-Truppführer Scharf zur Stelle. Danke. Und diese Kornealwaren da? Die Zuteilung, Herr Kommissar. Was denn für eine Zuteilung? Kriegen Sie alle 10 Tage, ist Befehl. Kann man gar nicht gegen machen. Die Konserven kommen dann noch. Konserven, so. Ja, dann stellen Sie das Zeug mal rüber in den Panzerschrank. Ist ja geheime Reichssache. Französischer Cognac? Russischer Tee? Aus China? Oh, Seife, sehr gut. Zigaretten? Na? Donnerwetter. Lagen Sie ruhig zu, Brühl. Was sind Sie? Raucher? Trinker? Oh, ich würde ganz gern mal wieder einen anständigen Kaffee trinken. Ja, dann müssen Sie noch einen Moment warten. Konserven werden nachgeliefert. Ich reflektiere noch ein Stück Seife. Man muss sich in diesen dreckigen Zeiten mitunter mal tüchtig die Hände waschen. So, dies wäre jenes. Fräulein Hornung, was ist eigentlich aus der Fundsache geworden, der Geldtasche? Heute Morgen abgegeben worden. Da ist. Danke. Tja, und da steht, abgegeben auf dem Revier 185 von einem gewissen Bruno Lüttke, wohnhaft Jägerstraße 14. Und seine Begleitung war die ebenfalls Jägerstraße 14, wohnhaft Anna Hof. Da, Bruno. Wie geht's? Von denen hier? Ich suche einen starken Mann. Ach so. Für Geld arbeite ich nicht mehr. Hab keinen Zweck, krieg ich mir ja nicht für. Muss was zu fressen haben. Zigaretten und Schnaps. Ja, da lässt sich drüber reden. Was ist denn das für einer? Aquavit, kommt aus Dänemark. Na, dann mach doch mal auf, lass doch mal einen zutschen. Hm, nicht dagegen. Es verhandelt sich dann besser. Ja, hast du einen Korkenzieher da? Klar, hi. Na nun, wo ist er weg? Lass mal, das mach ich anders. Dann wird er der. Der sitzt aber eisern. Da muss man Mummeln gefunden haben. Oh, Schaden jeden Tropfen. Wie hieß du denn? Axel. Na, wir sind in Ordnung. Axel, los, trink auch mal hin. Donner Wetter, das geht ja bei dir ruckzuck mit dem Korken. Da haben schon manche Leute in Hamburg drüber gestaunt, was? Die Lucia Hansen zum Beispiel. Wie meinst du denn? Na, das weißt du doch. Na, die dicke Kellnerin, die du da umgelegt hast. Na, die war wohl ein bisschen... Mensch, wer ist denn denn fertig gekriegt? Mir hat noch keiner um die Haue. Ah, Kraft allein nutzt nichts. Es gibt dann so ein paar kleine Tricks, weißt du? Da musst du mal lernen, ist ja prima. Woher kannst du denn? Das lernt man bei uns, bei der Polizei. Ach, bei der Polente bist du. Da hast du doch gesagt, du willst mal Arbeit geben. Und sag das nicht nochmal von wegen Totschlagen und so. Ich kann das nicht leiden. Sind das deine? Ja. Ihr könnt mir ja alle mal. Ich hatte doch den Paragraph 51.
Ich bin doch verrückt. Na ja, komm schon, Bruno. Da. Klar, Axel, nehmen wir. Sagen Sie mal, Lübcke, Sie haben also nach Ihren eigenen Aussagen eine ganze Anzahl Morde verübt. Wie viel denn ungefähr? Kann sie nicht gezählt. Sticker 50, 100. Können Sie denn überhaupt zählen? Na, zählen Sie doch mal. 1, 2, 3, 4. Du Oxyklobe, der will mir auf den Arm nehmen. Zählen doch nicht für jeden. Wann ist denn der fertig hier? Mensch, Bruno, nun mach doch keinen Quatsch. Du hast mir doch versprochen, du wolltest mir keinen Ärger machen. Kapkuldampf, wisst ihr? Wie heißen die 5 Erdteile? Osten, Westen, Süden, Norden. Wie lang ist Ihr kleiner Finger? 1 Meter. Na, lassen Sie sich nicht stören, meine Herren. Gehen Sie auch manchmal in die Kirche? Früher bin ich immer hingegangen, danke. Jetzt ich nicht mehr. Ja, warum denn nicht? Weil ich jetzt im Gefängnis bin. Beten Sie auch jetzt noch in der Zelle? Lieber Jott, mach mir fromm, dass ich in den Himmel komme. Und ich will mal bessern. Ich will sowas nie wieder machen. Sagen Sie mal, haben Sie nicht das Gefühl, dass der uns nur auf den Arm nimmt? Er spielt doch nur einen Idioten, der macht doch nur Witze mit uns. Aber alle seine Aussagen stimmen doch mit den effektiven Tatbeständen überein. Wir haben ihm bereits 55 Fälle nachgewiesen. Hören Sie doch mal hin. Wer war Bismarck? Das war Hindenburg. Na bitte, was habe ich gesagt? So kann man eine Untersuchung nicht führen. Das ist doch eine Taktik von dem. Fangfragen, mein Lieber, stellen Sie mal eine Falle. Wenn Leute dabei sind, ist er meistens bockig. Heute Nachmittag habe ich ihn allein. Wir machen einen Gipsabdruck von seinem Kopf fürs Polizeimuseum. Dann werde ich mir noch mal vorknöpfen. Also machen Sie es, wann Sie es wollen. Der Fall Lüttke muss hieb- und stichfest sein, sonst kann ich ihn nicht verwenden. Es hängt ja schließlich eine ganze Menge davon für mich ab. Für Sie übrigens auch. Du hast ja ein prima Gedächtnis, Bruno. Ich kann mich bestimmt auf dich verlassen. Also morgen fahren wir in eine Gegend, die du bestimmt kennst. Du musst uns führen und musst sagen, wo es war und wie es war. Ne? Also alle Einzelheiten. Mein Chef ist, der ist so genau. Der möchte alles wissen. Axel, bist du noch da, Axel? Ich glaube, der will was heute nicht machen. Ist so dunkel hier. Da, Bruno? Da links rüber. Gut. Da geht's zum Berg runter. Also, ich hab da gern so eine frische Luft am frühen Morgen, Axel, wirklich. Na, hopp mit dem Jaul! Wo ist jedem Zunder? Bruno, bist du verrückt? Na klar, wir wissen doch. War doch alles Spaß, Axel. Du musst doch sehen, wer all die Arbeit. Die Bockwurst hat sich schön erschrocken. Was ist los? Riecht nach Pilze. Ist der Axel? Zelle ist nicht. Du hör mal, da ist irgendwo ein Teich, da können wir baden. Die anderen können ja so lange warten, hä? Erste Arbeit, Bruno. Na? Wo warst du denn? Hier nicht.
Na komm. Na? Was ist mit meiner Zigarette? Erste Arbeit, Bruno. Dann erzähl schon. Boah, Quatsch immer erzählen. Mensch, mach mir doch keine Schwierigkeiten. Erzähl schon. Ja, weil du bist. Also, ich war schon den ganzen Tag gelaufen. Und da haben wir die Beine wehgetan. Da habe ich mir hierhin gesetzt. Und habe noch eine kalte Kartoffel gefunden in der Tasche. Und die habe ich dann gegessen. Und da kam die. Die hat ganz schön was drauf gehabt. Und so ein blaues Ding und eine Bluse hat sie angehabt. Und einen Strauß Blumen hat sie gehabt. Und gesungen hat sie. Kuhblumen waren. Und da habe ich gedacht, lass uns noch ein bisschen singen. Und dann bin ich aufgestanden. Und bin dann nachgegangen. Die hat man nicht mal gesehen. Auf einmal hat sie was fallen lassen. Da hat sich gebückt, wollte aufheben. Und da bin ich hinterm Baum. Und dann musste ich mal wohl gesehen haben. Und da hat sie Angst gekriegt, mich getürmt. Und ich hinterher. So schnell wie die konnte ich ja noch lange. Läufst du denn weg? Ich tue dir ja nichts. Na warte, du Luder. Dir krieg ich schon. Hier kriegst. Kein Buchse hatte gemacht, nur Ulki Nudel. Muss ich sie ja inbuddeln. Konnte einer kommen. Runter, gebuddelt. Hoch, geguckt. Runter, gebuddelt. Hoch, geguckt. Kam aber keiner. War das die? Genau, das ist sie. Na, was ist mit meiner Zigarette? Mensch, Bruno, du hast ja ein prima Gedächtnis. Komm her. Die hast du verdient. Da. Mama. Das habe ich damals versteckt, das habt ihr nicht gefunden, da bist du platt. Was? Na, überzeugt? Und ob. Mensch, Kerstin, ich habe das Gefühl, dass wir mit der Sache einen Vogel abschießen, der sich sehen lassen kann. Augenschluck? Ja.
Ich heiße Wolf Dieter. Mein Name ist Axel. Hör mal zu, Axel. Ich hab da was läuten hören. Vater hat da immer ein wachsames Ohr an der Leitung. Unsere Sache mit dem Neandertaler soll ganz oben präsentiert werden. Beim Reichsführer SS? Noch eins höher. Was beim Führer? Das ist schon gut. Los. Na, was ist denn? Können wir nicht weiterfahren? Ist ja beinahe Sabotage. Gruppenführer, Ihr Gespräch mit dem Führer, hat es den erwünschten Erfolg gehabt? Ihre Neugierde ist gleichzeitig verständlich und fehl am Platz, aber bitte, ich kann Sie auch jetzt informieren. Die Abteilung M17 ist mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Sind da Gesichtspunkte aufgetaucht, über die man in Berlin nicht hinwegsehen konnte. Ich erwarte Kersten heute Abend noch zum Bericht. Der Führer erwartet morgen früh bereits die Vollzugsmeldung, ist das klar? Selbstverständlich, Gruppenführer. Ich werde in Berlin alles arrangieren. Arrangieren? Das ist ein Befehl. Sie sollten diese feinen Unterschiede langsam begreifen. Wirklich ein genialer Mensch, unser Führer. Man muss dem Schicksal dankbar sein, unter ihm für Großdeutschland arbeiten zu dürfen. Der Gedanke, über Bruno Lüttke ein Gesetz zur Vernichtung des erbkranken Nachwuchses und so weiter populär zu machen, hatte zunächst etwas Bestechendes zugegeben. Aber was glauben Sie, wäre die Folge? Ich meine, die Reaktion des einfachen Mannes. Vielleicht ein gewisses Gefühl der Unsicherheit. Ein 80-facher Mörder. Angst, meinen Sie? Ein Deutscher hat keine Angst. Nein, die Sache ist sehr viel gefährlicher. 11 Jahre sind wir jetzt an der Macht und 11 Jahre mordet dieses Vieh schon. Das Vertrauen, mein lieber Böhm, das Vertrauen in eine der wichtigsten Institutionen des Reiches, in die Polizei. Wenn der Kerl wenigstens Jude wäre oder ein Ausländer oder so. Aber wie lange soll es denn noch dauern? Kümmern Sie sich nicht um die dummen Schafe. Fahren Sie los, Mann. Sehr zum Wohl. Danke. In 14 Tagen, spätestens 3 Wochen, haben wir alles überstanden. Ja, dann kommt was Neues. Für mich nicht. Mein Prinzip ist immer... Staub gleichmäßig auf den Akten verteilen. Das haben wir gesehen. Na und? Ist doch alles gut ausgegangen. Nein, Helga, ab jetzt wird das Privatleben gepflegt. Mein Privatleben habe ich mir allerdings anders vorgestellt. Heirat. Wollenberg. Thomas ist mein Vetter. Jetzt hören Sie doch schon endlich auf damit. Ich mache mir übrigens Sorgen seinetwegen. Ich glaube, er macht Dummheiten. Was verstehen Sie darunter? Er hat Reisepläne. Sie meinen, er will abbauen? Lohnt das überhaupt noch? Nur Sie haben gut reden. Sie sind ja das Lieblingskind der Gestapo. Also. Weise wie früher festgelegt und umfasst männliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und weibliche Personen, die das 25. Lebensjahr, aber noch nicht das 55. Lebensjahr vollendet haben. Wann werden Sie denn 55? Hm? Hamburg. Vor dem 2. großen Strafsenat der Stadt Hamburg erging heute im Mordprozess gegen den 44-jährigen Willi Coyne das Urteil. Der Angeklagte wurde aufgrund einwandfreier Indizien zum Tode verurteilt. Verdammte Schweinerei. Gestern hat man mir noch versprochen, dass die Einstellung des Verfahrens läuft. Helga, wir müssen sofort was unternehmen. Telefonieren Sie doch mit Mollwitz in Berlin. Mollwitz? Sitzt in irgendeiner Bar und säuft. Bars gibt's Dutzende. Und Rostov? Rostov, heute am Sonnabend sind doch alle Dienststellen geschlossen. Die Herren spielen doch tiefsten Frieden. Helga, wir müssen sofort nach Hamburg. Morgen kann der Mann schon hängen. Thank you.
Entschuldigen Sie, es ist alles etwas behelfsmäßig hier. Die ewige Bomberei. Bitte nehmen Sie Platz. Eine etwas ungewöhnliche Zeit, Herr Kersten. Die Umstände sind ebenfalls ungewöhnlich, Herr Landgerichtsdirektor. Ja, Sie deuteten das schon an. Allerdings, der Fall Korn ist abgeschlossen. Das Urteil ist ergangen. Herr Landgerichtsdirektor, Korn ist unschuldig. Das Geständnis des wirklichen Täters habe ich in der Tasche. Ach, interessant. Da sieht man mal wieder, wie sehr Indizien täuschen können. Darf ich um die Unterlagen bitten? Ja. Da gibt es gewisse Schwierigkeiten. Ich bin nicht befugt, diese Akte auszuhändigen. Das heißt, ein Zweifel noch nicht. Was ich erreichen möchte, ist ein Aufschub der Hinrichtung. Da bin ich die falsche Instanz. Ich habe lediglich den Vorsitz geführt. Ich weiß. Der Oberstaatsanwalt ist ausgebombt. Wir kennen seine Adresse nicht. Das Gericht kennt sie. Ja, aber das ist zu und morgen ist Sonntag. Und ich habe keine Garantie dafür, dass inzwischen nicht Dinge geschehen, die nicht mehr zu reparieren sind. Sie verstehen... Gewiss. Sie scheinen Ihrer Sache im Fall Coin sehr sicher zu sein, Herr Kersten. Vollkommen. Es handelt sich ja nicht nur um ein Geständnis. Der Beweis ist erbracht. Trotzdem, Unterlagen brauche ich. Oberstaatsanwalt Brandt ist ein sehr genauer Herr. Darf ich mal ein Gespräch mit Berlin führen? Natürlich dürfen Sie. Am besten ein Blitzgespräch für Gruppenführer Rossdorf. Welche Nummer? 007 003. Rossdorf. Ach, in Hamburg. Zum Privatvergnügen, was? Hier habe ich Sie nämlich erwartet, Herr Kersten. Wer? Coin? Den kenne ich nicht, der interessiert mich auch gar nicht. Hören Sie mal zu, Kersten, das ist doch wohl nicht Ihre Sache. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihre Bemühungen in der Angelegenheit einstellen würden. Sie erinnern sich doch hoffentlich, dass es sich hier um eine geheime Reichssache handelt. Sie setzen sich unverzüglich nach Berlin in Marsch und ich erwarte Sie morgen hier. Herr Littler, Herr Kersten, Ende! Ich habe wohl der Gruppenführer. Ich werde also Dr. Schleffin die Akte aushändigen. Herr Littler, Ende. Glauben Sie, dass Gruppenführer Rossdorf Ihre letzten Bemerkungen noch richtig mitbekommen hat? Herr Landgerichtsdirektor, es geht um einen Kopf und um das Recht. Recht? Recht ist, was dem deutschen Volke nützt, Unrecht, was ihm schadet. Ist nicht von mir, stammt aus einem berühmten Plädoyer. Kersten, Sie sollten sich mehr auf das Glück verlassen. Das Recht, das wir beide meinen, ist längst hingerichtet. Bitte. Wollen wir doch mal zuerst den Umschlag entfernen. Ist ein bisschen abgenützt. Rossdorf. Immer diese nächtlichen Störungen. Mein lieber Kersten, ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Halten Sie mich über Ihr weiteres Schicksal auf dem Laufenden und seien Sie vorsichtig. Im Rahmen des Vertretbaren. Gute Nacht. Danke. Herr Coin? Da wollen wir mal unser Bündel packen, was? Nein, ich bin unschuldig. Ja, Sie müssen ja Bombenbeziehungen haben. Aus der Zelle ist noch kein Erleben rausgekommen. Das. Na los, kommen Sie schon.
Ein Stück Seife haben Sie mir dagelassen, die Schweine. Und halten Sie mich bitte über Ihr weiteres Schicksal auf dem Laufen. Ja. Ja, da. Nicht schlapp machen. Seien Sie vorsichtig im Rahmen des Vertretbaren. Ich hab's ja gewusst. Ach, Axel. Der Wagen wartet, Herr Kommissar. Sofort. Ich rufe dich gleich an. Kriminalkommissar Kersten, Gruppenführer. Danke, es ist gut. Also, schießen Sie los, Herr Kommissar. Bin sehr gespannt. Herr Gruppenführer, ich glaube, dass man mir aufgrund meiner Arbeit in den vergangenen Monaten eine Erklärung für die überraschenden Maßnahmen schuldig ist. So, glauben Sie das? Das Reichssicherheitshauptamt ist also nach Ihrer Ansicht verpflichtet, Ihnen seine Maßnahmen zu erklären. Ich bitte, mich nicht misszuverstehen. Dann drücken Sie sich gefälligst präziser aus. Ich war in Hamburg, Herr Gruppenführer. Das ist mir bekannt. Wir hatten ja dieses Telefongespräch. Man hat diesen Coin zum Tode verurteilt. Das ist mir auch bekannt. Inzwischen haben Sie ja ziemlich selbstherrlich eingegriffen. Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich, Herr Kersten? Na, aber bitte. Mal weiter. Coin ist unschuldig. Der Mord an dieser Kellnerin ist Bruno Lüttke nachgewiesen. Herr Kersten, den Namen Bruno Lüttke, den wollen wir nun ganz rasch und für immer vergessen. Und da Sie ein bisschen schwerfällig sind, sage ich es Ihnen nun noch einmal offiziell. Die Jagd ist abgeblasen, der Fall ist gestorben. Befehl des Führers. Haben Sie jetzt endlich unsere Maßnahmen verstanden? Nein, dazu reicht mein normaler Verstand nicht aus. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Na schön. Dann kann ich es Ihnen ja nur noch mal genauer erklären. Im gegenwärtigen Zeitpunkt können wir es uns nicht erlauben, die Existenz eines Massenmörders bekannt zu geben. Coin. So ein Sandkorn im Getriebe.
Er stört höchstens die Maschinerie. So, stört die Maschinerie. Kann geopfert werden. Sagen Sie mal, Herr Kersten, Ihr Ton missfällt mir. Aber mir missfällt nicht nur Ihr Ton, mir missfällt vor allem Ihre Eigenmächtigkeit. Deshalb sahen wir uns zu Maßnahmen veranlasst, Sie ein für alle Mal zu unterbinden. Dann habe ich meine überraschende Einberufung Ihnen zu verdanken. Nicht wahr, wir arbeiten schnell. Verdanken ist übrigens der richtige Ausdruck. Sie verdanken diese sehr loyale Maßnahme meiner persönlichen Langmut. Meinem Langmut und Ihren Bemühungen in einer Sache, an die ich mich nur sehr undeutlich erinnere. Sie haben sich gegen uns gestellt. Ihr unverantwortliches Auftreten in Hamburg hat mich gezwungen, massiv einzugreifen. Die Hinrichtung Coins wäre ein Justizmord. Ach, wer ist denn schon Coin? Immerhin ein Parteigenoss, Herr Gruppenführer. Ach du meine Güte, was wimmelt denn nicht alles in der Partei rum? Um ein Haar wären doch selbst Sie noch in der Partei gelandet, wo Sie doch wirklich alles andere als ein Nazi sind, oder? Ich möchte Ihnen nicht in allen Dingen widersprechen. Och, Kersten, jetzt operieren Sie mit dem Mut der berechtigten Verzweiflung. Es imponiert mir überhaupt nicht. Was glauben Sie in ähnlichen Situationen, was für Leute hier schon mit Gott und dem Führer gehadert haben? Daran bin ich gewöhnt. Na, steigen Sie doch endlich mal runter von Ihrem hohen Ross, Herr Kommissar! Sie und niemand anders hat Coin das Genick gebrochen. Das dürfte schwer zu beweisen sein. Schwer? Der Mann hätte morgen nach Hause gehen können, wenn Sie Ihr Maul nicht so weit aufgerissen hätten. Sie mussten doch von diesem Bruno Lüttke schwafeln. Herr Gruppenführer. Ach, Quatsch! Hausieren mit geheimen Reichssachen. Herr, wenn Sie schon unbedingt Selbstmord verüben wollen, dann tun Sie es gefälligst alleine. Sie wollen mir die Verantwortung für einen Justizmord in die Schuhe schieben? Diese Verantwortung haben Sie bereits. Machen Sie sein Ende mit Ihrem Gewissen ab. Sie Schwätzer! Das ist doch wohl der teuflischste Dreh, den ich je erlebt habe. Ich habe meine Pflicht getan. Das ist alles. Aber Leuten ihres Schlages gilt ein Menschenleben ja nicht. Sie gehen über Leichen. Das stimmt allerdings. Vielleicht sogar über Ihre. Das ist mir völlig klar, aber ich glaube... Ach, Glauben, Glauben, Mann! Aus welcher Mottenkiste nehmen Sie eigentlich dieses Wort? Glauben Sie vielleicht an Gott? Ja. Dann passen Sie mal auf den ist nämlich auch kein Verlass. Kommen Sie mal her. Aber es wird eine Zeit kommen, in der Recht wieder Recht ist. Und ich weiß nicht, ob wir zwei sie noch erleben werden. Na, Sie wahrscheinlich nicht, aber damit kommen wir zur Sache. Ich habe mir überlegt, ob ich Sie nicht vor ein Sondergericht stelle wegen Verletzung einer geheimen Reichssache. Wenn ich es nicht tue, so trage ich damit lediglich der militärischen Lagerrechnung. Sehen Sie mal da oben in Kurland. Da sieht's gar nicht gut aus. Da könnte ich Ihnen einen Abschnitt versprechen, wo Sie sich wirklich bewähren können. Tja, Frontbewährung. Allerdings nicht als Offizier, sondern als gemeiner Soldat. Und das Gehorchen, das müssen Sie ja erstmal wieder lernen. Heinrich! Herr Kersten bleibt bis zu seiner Abreise an die Front in Schutzhaft. Jawohl, Gruppenführer. Und vergessen Sie nicht, Herr Kersten, den Namen Bruno Lüttke aus Ihrem Gedächtnis zu streichen. Einen Bruno Lüttke hat es nie gegeben. So, und jetzt bringen Sie mir mal die Personalakte Helga Hornung, Mordkommission M17. Wir haben wohl jemanden erwartet. Ich war nicht ganz sicher, Leutnant. Abwärts, Sheriff! Herr Leutnant, lassen Sie den ersten Zug einsteigen. Jawohl, Herr Leutnant! Erster Zug!
Hast du meine Nachricht also doch noch bekommen? Gott sei Dank, ich dachte, es wäre dir etwas zugestoßen. Rostov hat deine Personalakte angefordert. Meine Personalakte? Nein, nein, das ist alles in Ordnung. Mein Gott, wie du aussiehst! Es hätte schlimmer kommen können. Frontbewährung. Nichts Außergewöhnliches. Ach, Axel, mach mir doch nichts vor. Ich weiß doch ganz genau, was das bedeutet. Hast du übrigens von Coyne gehört? Auf der Flucht erschossen, ja? Mhm. Na ja, die haben es eilig. Naja, es kann ja nicht mehr lang dauern. Bald kann man mit der S-Bahn an die Front fahren. Bitte, Helga, sei vorsichtig. Gehe immer in den Luftschutzkeller. Ja, zieh dich warm an. Rauch nicht zu viel. Ach so, ja, die Rauchermagen, ja? Mein Gott, die Rauchermagen. Erinnerst dich? Damit hat's angefangen. Der Schirm, die Tapete. Komm, Kumpel, trink einen mit auf die dritte Kompanie. Bring mal Schnapp, 60%. Kann man ja brauchen, kurz vom Heldentod. Schön, Sie, Fräulein, leichter Soldatenschaft. Danke. Hä? Altes Frontschwein und dann noch Schütze und Zusammenstoß, ihr habt mit der Etappe, oder? Ja, sowas Ähnliches. Oh, machen Sie sich nichts draus, Fräulein. So was flüstern hören, die Front, die wir verstärken sollen, sowieso im Arsch des Propheten. Komm mir ja nicht mehr hin. Schneiderheit, was sammeln Sie denn da rum? Da gießt einige Freudentropfen in den Wermutskelcher, Leutnant. Dritte Kompanie, einsteigen. Komm. Tja, was soll ich noch sagen? Ja, ich wollte auch noch was sagen. Also, Axel, viel Glück. Bitte, komm gesund wieder, ja? Und bald. Natürlich, Ante. Bitte, nicht weinen. Nein, ich weine bestimmt nicht. Ein recht schöner Heil-Hitler-Cousinchen. Thomas! Dicke Luft, mein Kind. Jetzt hör mal genau zu. Ich bin nicht besoffen. Ohne viel Aufheben steigst du draußen mit mir in den Wagen. Deine irdische Habe musst du natürlich hier lassen, aber das macht nichts. Am späten Nachmittag sind wir in Stockholm. Da sind die Seidenstrümpfe besser und billiger. Ich verstehe nicht. Ist doch gar nicht nötig. Verlass dich nur auf mich. Sei lieb und brav und benimm dich nicht auffällig. Ja, aber ich muss doch zuerst nach Hause und dann muss ich doch... Die Miete überweisen wir über die Kanzlei des Führers. In deiner Wohnung wartet nämlich die Gestapo. Thomas, danke. Verzeihen Sie, ich sehe Sie schon die ganze Zeit an. Ja? Sie sind doch der Kriminalbeamte, der damals den Bruno Lüttke verhaftet hat. Ich wollte Sie mal fragen, was eigentlich aus ihm geworden ist. Er ist nämlich nie zurückgekommen. Keine Ahnung, von wem Sie sprechen. Aber ich kenne Sie doch. Sie haben ihn doch selbst abgeholt. Bruno Lüttke, sagen Sie. Sie müssen sich irren, Schwester. Ein Bruno Lüttke. Hat es nie gegeben.